Audio- und Videoaufnahmen der iranischen Revolutionsgarden, die zeigen sollen, wie diese ein britisches Kriegsschiff während ihres Einsatzes auf Destina Impero vor einer Einmischung warnen. Das britische Kriegsschiff meldet sich darauf und antwortet, es sei in der Nähe einer international anerkannten Schifffahrtsstraße und begleite ein Handelsschiff auf seiner Passage. Bringen Sie nicht Ihr Leben in Gefahr, ist daraufhin von den Angehörigen der Garden zu hören. Außerdem ist ein Funkgespräch zwischen demselben britischen Kriegsschiff und Revolutionsgarden zu hören, als diese nach britischer Darstellung versuchten, den Öltanker British Heritage Mitte Juli an der Durchfahrt der Straße von Hormuz zu hindern. Unterdessen lehnt Großbritannien einen Tausch der festgehaltenen Öltanker mit dem Iran ab. Das sagte der neue britische Außenminister Dominic Raab am Montag dem Sender BBC. Es geht hier nicht um einen Tauschhandel, es geht um internationales Recht und dessen Einhaltung. Die iranischen Revolutionsgarden hatten am 19. Juli die unter britischer Flagge fahrende Destina Impero nahe der Straße von Hormuz gestoppt, weil sie in einen Unfall mit einem Fischerboot verwickelt gewesen sein soll. Der iranische Präsident Hassan Rouhani hatte vergangene Woche einen Tausch der gegenseitig festgehaltenen Öltanker vorgeschlagen. Die britische Marine hatte Anfang Juli die Grace One vor Gibraltar aufgebracht. Der Tanker wird festgehalten, weil er iranisches Öl nach Syrien habe transportieren wollen und damit gegen EU-Auflagen verstoßen haben soll.